Was geht ab, Leute? Wir sind hier immer noch bei meinem Format 10 Fragen und ich bin hier in Berlin zu Gast bei den ganzen Battle-Rappern. Wir haben hier einen kranken Vlog gedreht und wie fandest du den Namen? Killer auf jeden Fall. Super Battle, super MC, super Stimmung, geiles Format, hat alles gepasst. Wie ihr sehen könnt, es ist der motherfucking David Jones hier zu Gast und es ist ein Format, 10 Fragen stelle ich den berühmten Personen, berühmten Battle-Rappern, interessanten Personen, deswegen die erste Frage direkt lautet, wie kamst du auf den Namen? David Jones, also das ist eine lange Geschichte. Man muss sagen, die meisten verwechseln David Jones mit dem Tentakelfresser aus Fluch der Karibik. Das war natürlich nicht der Charakter, wo ich meinen Namen gewählt habe. Es gibt eine alte Legende, die besagt, dass David Jones, wenn du Schiffsbruch begehst, auf deiner Schulter auftaucht und quasi dich warnt, dass du in sein Reich kommst. Und das Seemannsgrab hat man früher David Jones Locker genannt und dadurch halt einfach mein Rapper-Name, weil ich im Prinzip in meinen Songs immer warne, Alarm gebe und den Leuten so quasi so sage, ey, du bist am Arsch, wenn du dich so und so machst. Und vor allem fand ich das Piraten-Image ziemlich cool, weil die meisten haben auch mitbekommen, ich bin viel von Stadt zu Stadt gezogen, aber dann immer wieder am Heimathafen geendet, weißt du? Und deswegen fand ich halt David Jones für mich treffend. Krass, ich hätte wirklich gedacht, dass du hast das wirklich vom Fluch der Karibik. Aber es ist sehr, sehr deep. Es ist halt auf der Legende beruht, also die Figur im Fluch der Karibik ist im Prinzip auf derselben Legende so quasi aufgebaut. Und was ich halt am Fluch der Karibik auch ziemlich geil fand, ist, dass der David Jones, den sagt man ja auch nach, dass er für Calypso sein Herz weggesperrt hat, weil sie ihm das Herz gebrochen hat. Und weil ich ja auch zu der Zeit, wo ich mir den Namen gegeben habe, viel Stress mit Frauen hatte und Struggle mit Frauen hatte, fand ich einfach auch dieses Spiel geil. Ich habe mein Herz weggeschlossen und quasi ist die Musik mein Herz, was ich weggeschlossen habe, was ich öffne und so quasi den Leuten mein Herz geben soll. Ihr wisst es jetzt, ich weiß es jetzt. Krasse Antwort. Okay, nice. Zweite Frage ist, gibt es Rassismus im Battle Rap? Boah, jein. Also, meine Sache ist, dass man halt mal hier und da mal, ich würde mal einfach mal beschränken auf den Aussehen oder sonst was, ne? Der Rassismus, wo ich sage, gut, das ist Battle, das ist Punchlines, das sind so Dinge, wenn man so oberflächliche Dinge frisst. Ja. Für mich ist alles in Ordnung, außer jetzt so die N-Bombe oder so, wenn man die übertreibt. Aber für mich ist alles in Ordnung, solange man sich nach dem Battle die Hand gibt und dann ist der Scheiß vorbei. Wo Rassismus im Battle Rap für mich anfängt, ist, wenn die Leute nach dem Battle, nachdem das vorbei ist, anfangen mit diesen Filmen, anfangen dann so zu sagen, ey, dies, das, bla bla bla, der beschwert sich, weil der jetzt nur schwarzen Bars abkriegt, das ist nur Battle Rap. Da fängt es schon an, so quasi, weißt du? Unter den Rappern an sich, es ist Sport, man sagt sich verletzende Dinge, weißt du, nicht nur Rassismus, sondern auch Sexismus, wenn Sachen über Mutter gehen und sowas. Aber ich sage, ich ziehe die Grenze ganz klar, nachdem das Battle vorbei ist. Und alles, was danach kommt, so musst du dich als Mensch dafür verantworten. So. Ja, also ich habe auch sehr viele rassistische Lines im Battle bekommen, aber nach dem Battle habe ich immer Respekt bekommen. Es ist natürlich auch immer eklig, aus einer rein einfachen Sicht, so, wo man sich denkt, das wird irgendwann langweilig. Ja. Wenn du dir dann so vorstellst, du hast 27, also ich habe insgesamt 28 Battles und davon ein Battle so im Prinzip, was wo der Gegner meine Hautfarbe weggelassen hat. Ach, und wer war das? Lyrico, Drums an Lyrico. Und dann denkt man sich, nicht mal aus dem rassistischen Aspekt, sondern einfach nur so aus Prinzip, ja, das wird doch irgendwann langweilig. Ich habe doch keinen Bock mehr, über jeden Battle reinzuziehen, dass ich schwarz bin und Kopfstil. Und quasi dann noch so unterschwellig diese Sache, ey, du bist schwarz, du musst dich vorbildlich verhalten. Was ich dann wiederum rassistisch finde, weil ich möchte doch einfach so der sein, der ich bin, ohne dass ich eine Verantwortung habe, dass ich schwarz bin. So, weißt du? Fertig. Ja, vollkommen verständlich und fühle ich auf jeden Fall. Okay, die dritte Frage ist, bist du glücklich mit deinem Werdegang? Ja, Enz. Auf jeden Fall. Ich habe lange Selbstzweifel gehabt, so, weil die meisten, die auch viele meiner Battles kennen, die wissen, ich war nicht immer on point. Und es gab viele Sachen, wo man halt hätten haten können. Aber am Ende des Tages muss man so sagen, ey, ich habe halt 6-7 Jahre von Battle Rap mitgeprägt. Ich war immer am Start. Ich habe 27 Battles in 6 Jahren gemacht, so. Wer sich das mal so ein bisschen ausrechnet, Alter, weiß, das sind minimum 4 Battles pro Jahr, die man macht. Ja. Und darauf bin ich schon stolz und bin auch froh, so. Hat überhaupt jemand in Deutschland mehr Battles als du?
Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt keinen. Ich glaube, Jarambo hat auch sehr viele Battles. Ja. Aber ich glaube, der, wie viele? 28 oder 28? Ja, ich glaube, insgesamt. Über Format über. Wir zählen aber jetzt keine Freestyle Battles, nur A Cappella. Ja, ja, genau, A Cappella. Okay, ja. Also, allein bei Dilti hatte ich 17 Stück. Ich glaube, bei Top Tier Takeover habe ich jetzt 7 Stück, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Mhm. Dann war noch einmal Olymp und nochmal zweimal 3-Stil dabei. Mhm, also, das heißt, es sind 27. Ja, auf jeden Fall, Alter. Kann man in 6 Jahren machen, denke ich. Alter, in 6 Jahren. Ein Vollblut-MC, würde ich auf sagen. Jeden Fall. Okay, die nächste Frage ist: natürlich wegen den ganzen Gerüchten entstanden, ne? Kokst du oder hast du gekokst? Boah, ich bin ein ganz normaler Jugendlicher und ich habe meinen Spaß gehabt, ich habe ein bisschen ausprobiert. Aber ich möchte nochmal explizit sagen, von den 27 Bells, Alter, war ich, das sage ich jetzt, ja, Real Talk, waren 3 Bells, wo ich irgendwie drauf war. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, yo, ich bin der Geilste, ich guck's mir jetzt rein und bin der King so. Sondern ich habe das wirklich gemacht, weil ich in der Vorbereitung so meinen Kopf gefickt hatte, dass ich 2-3 Tage einfach nicht geschlafen habe und wie ein Zombie zu diesem Bell hingegangen bin. Und ich mir damals in den jungen Jahren nicht besser zu helfen wusste, als wie mir jetzt was reinzuballern oder so. Was ich jetzt natürlich jetzt auch nicht mehr machen würde. Aber tatsächlich, auch wenn es nicht so will, Großteil meiner Bells war ich nüchtern. Da trinke ich nicht mal Bier, ich rauche nicht mal Joint. Krass. Krass, auf jeden Fall ehrliche Antwort. Richtig nice. Okay, die 5. Frage ist, bist du derselbe Typ, auch wenn du von der Bühne gehst? Ja, hängt davon ab. Also, ich bin keine Kunstfigur in dem Sinne. Ja. Aber ich denke mal, wenn du als Mensch in gewisse Situationen gebracht wirst, veränderst du dich auch. Das bedeutet, ich würde nicht sagen, ich bin immer der Typ, der da auf der Bühne ist. Mhm. Aber da muss man sich halt immer vorstellen, ich stehe da vor teilweise 1500 Leuten und dann kommt so ein Typ, der beleidigt mich 3 Minuten lang und ich muss meine Fresse halten. Das macht dich natürlich nervös, das engt dich ein und ich als Mensch reagiere dann so. Das bedeutet, wenn du mich auf der Street jetzt, sage ich mal, in dieselbe Situation reinbringst, dann würde ich wahrscheinlich ähnlich reagieren auf der Bühne. Aber ich möchte sagen, das ist nicht mein Normalzustand. Ich bin eigentlich ganz gechillt und ein lockerer Mensch. Aber wenn man mich in die Enge treibt, dann glaube ich, werden die meisten Menschen ein bisschen ungemütlich. So. Hm. Ja, geil, kommen wir direkt zu der nächsten Frage. Und zwar, wer ist deiner Meinung nach der beste Battle MC? Ich. Abgesehen von dir. Okay. Schwierige Frage in der Tat. Ich würde sagen, es gibt so eine Top 10 und jeder sucht sich da quasi so seinen Favorite raus. Zu sagen, dass der und der beste Battle MC ist, das ist einfach schwer, weil es gibt jetzt keine Statistik, wo man sagen kann, der hat so und so viele Punchlines gebracht, der hat so und so viel Crowd Reaction gehabt, der hat so und so viele Klicks und dies und dies und das. Sondern ich bin halt eher der Meinung, es gibt so eine Riege von 10, sagen wir mal sogar 15 Top-Rappern und dann ab diesem Level, wenn du dieses Level erreichst, dann ist es im Prinzip einfach nur noch Geschmackssache, wer jetzt besser ist, Mensch. Okay, ja. So, meiner Meinung nach. Okay, ja, aber wer ist denn für dich der Beste? Boah, das wer ist dich einfach, den du einfach fühlst, den du einfach. Ich schwöre, ich sag's, das ist richtig klar auf der Antwort, die werden mich hassen dafür, aber ich fühle mich am besten. Es ist ekelhaft, aber natürlich, und ich finde, jeder Battle-Rapper dieser Top 50 sollte so denken, dass er der beste Battle-Rapper ist. Ja. Fertig so. Man muss der Beste sein, man will der Beste sein. Weißt du, und das soll jetzt nicht heißen, ey, ich fühle mich jetzt zu krass oder so. Ja. Das soll einfach heißen, ey, Mann, ich mache ja genau das, was ich fühle, was ich gut finde. Deswegen finde ich, dass ich da der Beste bin. Aber ich hätte jetzt auch gar kein Problem, wenn jetzt ein Mighty Mo sagt, ey, Digga, nein, Mann, ich bin der Beste. Oder ein Cynic sagt, ey, deswegen bin ich der Beste. Competition. Ja, weil ich erwarte das sogar von den Top 10 und Top 15, dass sie das von sich selber denken. Ja, ja, ist Competition. Battle Rap ist Competition. War schon immer, wird das auch immer bleiben. Okay, nice. Die 7. Frage ist, ist mit Brain Damage wirklich alles cool? Boah, auf TTT kommt jetzt bald ein Interview raus, mal sehen. Also, hattest du nicht schon ein Interview oder meinst du mit Brain Damage? Ja, von Brain Damage kommt jetzt ein Interview raus. Nein, Brain ist in erster Linie einfach so ein Lokalrivale. Und ich sag mal wirklich aus meinem Herzen 80%, dass wir jetzt da einfach so die Fäden hin und her haben. Bei mir zumindest kommt es einfach daher, dass wir beide Münchner sind
Und beide wollen der Beste sein. Ja, ja, weißt du, wir teilen uns immer so ein bisschen die Krone. Ich eher so ein bisschen für die Street-Ebene, Brian immer für diese möchte gern intellektuellen. Ja. Und ja. Ja, das verstehe ich schon, ja. Okay. Also nichts mehr als Rivalität. Nein, nein. Also wirklich bei Brian Damage ist es echt so ein bisschen dieses Rivalending. Und einfach, weil ich als Rapper für das, was ich stehe, so und was ich repräsentiere, bin ich einfach das genaue Gegenteil von dem, was Brain Damage repräsentiert. Und daher, wir beide aus derselben Stadt sind, knallt es da immer hin und her. Okay, so. Ja. Sticheleien im Battle Rap müssen auch sein, das ist sehr wichtig. Normal. Das ist Battle Rap, davon lebt Battle Rap. Okay, die nächste Frage ist, was ist deine Meinung zu Cassius Clay? Boah, ganz ehrlich. Cassius Clay ist für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen, privat. Als Rapper, so das, was er repräsentiert und was er auch tut, das mag ich nicht unbedingt. Ich habe das zum Beispiel gar nicht gemocht und ich fand das auch cool, dass er dafür die Retourkutsche in diesem Livestream bekommen hat. So. Ich fand das halt einfach gar nicht so geil, dass du so komplett widersprüchlich bist. So, mal angenommen, ich sag so, ey, ich finde das und das scheiße, dann mache ich das in dem Battle, ne? Und sagt dann, ja, aber das war nur Battle. Mhm. Aber sonst eigentlich als Mensch denke ich anders. Mhm. Und da ist das Problem so quasi bei Cassius Clay, weil ich so der Meinung bin, ey, guck mal, das, was du sagst, egal ob Battle oder Metal oder sonst irgendwas, so, du repräsentierst ein Stück deiner Persönlichkeit. Du kannst nicht ein Stück deiner Persönlichkeit wiedergeben und dann sagen, ey, das ist eigentlich gar nicht meine Persönlichkeit. War Battle. Nee, das finde ich nicht cool so. Und er sollte einfach viel mehr zu dem stehen, was er sagt. Okay, ehrliche Antwort, krass. Okay, kommen wir direkt zu der vorletzten Frage. Wenn du ein Labelboss wärst, würdest du dich selber unter Vertrag nehmen? Bedeutet, hast du Disziplin, machst du keine Mainstream-Musik oder machst du Mainstream-Musik dann? Oder ist David Jones vermarktbar? Ich bin ein Labelboss und ich habe mich selber unter Vertrag. So einfach geht's. So einfach geht's. Der hat meine Frage auseinandergenommen. Der hat meine Frage auseinandergenommen. Okay. Ja, okay. Ja, kommen wir direkt zu der. Aber ich kann noch dazu sagen, nicht unbedingt nur meine Art oder nur meine Art Rapper, so, weißt du? Ich versuche schon so weit wie möglich alles abzudecken, so was geht. Und als Labelboss ist mir halt vor allem sehr, sehr wichtig, dass alles so relativ homogen ist, was rauskommt, ne? Und ja, man, mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Aber so ist es. Ja. Okay, kommen wir direkt zur letzten Frage. Die 10. Frage ist, wen und wann battlest du als nächstes? Das kann ich jetzt so nicht spoilern, den Namen. Ich kann auf jeden Fall sagen, das wird ein Battle sein, was viele überraschen wird. Vor allem, weil ich auch gesagt habe, dass ich jetzt nicht mehr so Bock auf Battles habe. Wird das ein deutschsprachiges Battle? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall so. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, das ist ein dickes Matchup. So. Das wird ein richtig geiles Battle. Und ich denke mal, die nächsten Wochen wird das auf jeden Fall auch rauskommen. Wann wird das ausgestrahlt, Bruder? Weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht? Nein, weiß man nicht. Hängt davon ab, weil sonst hätte ich sagen können, aber dann behalte ich mich lieber. Ja, ja, ist auch besser. Ja, geil, David Jones, 10 Fragen. Die danke, dass du dabei warst. Ja, gerne, gerne. Ich war schon ein bisschen besoffen, aber ich glaube, ihr verzeiht mir das. Ja, das ist schon spät. King David, wir sind raus. Ein.